Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 22 Create My Team hier bei Heisenberg zockt. Ja, guck mal da. Jo, Spitzenkampf, Heisi FC gegen die Young Boys und wir können uns sogar leisten, da zu verlieren. Das interessiert keinen Menschen mehr. Ich glaube die Meisterschaft, also was heißt ich glaube, die Meisterschaft, die haben wir. Wir haben den Titel verteidigt, aber umso schöner. Dann können wir natürlich relativ befreit aufspielen gegen die Young Boys. Mal gucken, was dabei rausguckt, genau. So, das letzte Spiel haben wir auch gewonnen. Die Young Boys nicht, die haben verloren. Ja gut, ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Wir schauen das mal an. Muss ich sonst gerade noch irgendwas tun? Ja, Büro haben wir noch. Genau, 3-0 haben wir gewonnen. Omarakic mit dem Kopfball nach dem Eckball. Und danach zweimal Kühn. Stimmt das? Ja, müsste. Und eins von Kühn, das war einfach nur sensationell, dieser Heber. Allora, wir haben den Herrn Meier verkauft für 290.000 an Dundee FC. Jo, ist okay, dann ist der weg. Wir haben Training, bitte kein Karussell, besten Dank. Wobei, wie gesagt, ich mache das Karussell definitiv nochmal. Jetzt weiß ich wenigstens halbwegs, wie es geht. Das Dingen. Gut, gehen wir rein. Nochmal Büro. Das ist der Herr Kühn, der möchte wahrscheinlich wieder von Anfang an spielen, sehe ich das richtig. Genau, ich bin in letzter Zeit sehr gut in Form. Das ist absolut richtig und fühle mich wohl. Ich hoffe daher, dass ich gegen die Young Boys nicht auf der Bank sitzen werde. Ja, ich möchte den tatsächlich, ich möchte ihn nicht irgendwie schlecht machen. Der ist dermaßen stark, der Mann. Wir denken mal drüber nach. Das hilft ihm bereits ein bisschen. Der Punkt ist halt, ich finde, er ist immer stärker, wenn er reinkommt. Wenn er 90 Minuten spielt, sieht man ihn weniger, habe ich das Gefühl. Gut, wir gehen mal rein. Der Moral zuliebe. Guten Tag, guten Tag. Ja, Spitzenspiel gegen eBay und trotzdem sind wir schon durch. Ein Sieg fehlt noch zum Meistertitel. Das stimmt doch gar nicht. Oder doch? Um Gottes Willen. keine Zweifel. Ich glaube, die Spieler... Ja, genau. Wir wollen den Triumph unbedingt. Aber wir sind doch eigentlich schon durch. Also der gute Gelle, der hat schon vor 2 Wochen geschrieben, dass die Meisterschaft eigentlich gegessen ist. Mit dem war ich übrigens, das habt ihr wahrscheinlich eh mitgekriegt, noch St. Gallen gucken. Das war sehr, sehr schön. 4:0 Sieg für St. Gallen. Gegen Lausanne und ich muss gestehen, ich bin wieder sehr, sehr auf den Geschmack Fußball live gekommen. Also ich habe dann mit Lumbi, der auch dabei war, noch geredet. Wir werden mit Sicherheit jetzt wieder öfters gehen nach St. Gallen. Das ist einfach extrem cool. Aber zurück zu FIFA. Hoffen Sie, dass Sie die Niederlagen lose? Ja, ja. Genau, wir sind aus guten Gründen. Da kann man auch mal ein bisschen auf den Tisch klopfen. So, mal schauen, wie es gegen eBay rauskommt. Nochmal eine Frage? Nochmal eine Frage. Das, waren das jetzt nicht 4? Gehen Sie davon aus, dass BSC Young Boys Rubik spielen wird? Ja, die werden Fußball spielen. Aber für die geht es ja eigentlich auch nicht mehr um allzu viel. Also die wissen selber, sollen wir sie reizen? Wir reizen sie mal. Genau. Ja, das wird nicht wirkungslos verpuffen. Nein, definitiv nicht. Jetzt haben wir den Gegner ein bisschen gereizt. Ich weiß nicht, ob das ins Spiel einfließt. Wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit, dass man das dann so programmiert, dass die dann, ja... aggressiver spielen. Wir spielen in den normalen Trikots, genau, die Young Boys ebenfalls, das freut mich. Dann sehen wir oder spüren wir wenigstens auch, dass wir gegen die spielen. Und dann haben wir hier, nein, den hier und hier zurück. Sollen wir? Ach kommt, machen wir. Wir geben ihm nochmal eine Chance über 90 Minuten. Ansonsten hier vielleicht nochmal Nähe. Ja, wobei, wisst ihr was, das Ding ist gegessen, also wir brauchen den Sieg nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich falsch. Wenn wir hier Karadžić mal eine Pause gönnen, dann käme Piero rein. Das würde ich mal machen. Gut, der ist nämlich auch stark. Und dann würde ich sagen, spielen wir das so. Mal gucken, was bei rausguckt. Schon wieder mal gucken, was bei rausguckt. Ja, ich hoffe, ein Sieg guckt. Wenn schon geguckt wird. So. Da sind wir am Einlaufen, beziehungsweise im Dreieck. Ja, wer ist da in der Mitte? Nee, das war nicht Vargas. Teilweise erkenne ich die Spieler vom Gesicht her, obwohl es nicht die richtigen Gesichter sind. Weil ich die jetzt einfach so oft schon gesehen habe. Und das war halt schon cool jetzt. Ich habe das erste Mal natürlich Ziggy gesehen, live. Und ich habe Dingens gesehen. Dingens vor allem. Sagt sie mir Dua, genau. Von St. Gallen natürlich. Der hat 2 Tore geschossen gestern. War sehr cool. Aber eben, jetzt sind wir natürlich hier bei FIFA. Jetzt ist nicht St. Gallen, jetzt ist Heisenberg FC. Und das sind die Berner Fans. Ein schönes Stadion, man sieht, da passiert nicht mehr viel. Ja gut, für die Young Boys geht es darum, Zweiter zu werden. Also die werden schon auch noch mal ein bisschen Gas geben, nehme ich an. Und wir werden sowieso gar... Was? Erzielte Tor 47.
Aha, wir 24. Ach, Gegentor, das wollte ich gerade sagen. Wie können wir denn Erster sein, wenn wir gerade mal die Hälfte der Tore von den Young Boys haben? Nee, das waren die Gegentore. Stark gegen stark stand da. Gut, dann wollen wir da mal gucken, ob wir hier wirklich stark gegen stark haben. Der Herr Kühn, wie gesagt, von Anfang an dabei. Ich hoffe, er zahlt uns das Heim, genau. Nein, ich hoffe, das zahlt sich aus. Jetzt habe ich es. Ich muss mich auch noch ein bisschen hier... Ui, da muss ich Ziggy schon strecken. Ich wollte gerade sagen, ich muss mich ja auch ein bisschen noch konzentrieren. Und Ziggy sieht tatsächlich so aus, wie Ziggy aussieht. Also den erkennt man wirklich auch am Gesicht. Im Gegensatz zum Beispiel eben zu einem Herrn Vargas. Schön in der Luft gelegen. Ja, da haben wir den Berner Trainer. Der ist nicht zufrieden. Der zeigt seinem Spieler nochmal, wie er da hätte schießen sollen. Ja, schlecht war der Schuss eigentlich nicht. Also das muss man schon auch sagen. Ja, haben wir die... Boah, ich wollte gerade sagen, da haben wir die Kugel, aber da kommt sie nochmal zurück. Ja, das wäre eigentlich fast ein Foul gewesen. Jawohl, gut gesehen, dass hier einer frei ist, der Piero. Oh, an Freund und Feind vorbei, aber da kommt Vargas angerannt. Jawohl, und da klingelt's, Blanco. Ich habe eigentlich fast befürchtet, dass da noch ein Fuß im Weg ist. Das ging jetzt schnell. Ein sehr frühes Tor. Da sehen wir den guten Mann, den Herrn Blanco. Gut gemacht. Hier der Rückpass von Vargas. Nochmal ein Schritt. Ja, zwischen den Beinen durch vom Berner. Hey, weil eben, ich habe noch gedacht, das gibt einen Prellball. Ja, zwischen den Beinen durch. Und der Torwart geht halt ein bisschen früh runter. Und somit klingelt es dann. Ja, das gefällt ihm natürlich gar nicht. Ja, liebe Berner, darf man auch mal ein bisschen arrogant sein und halt sagen, ihr spielt hier gegen den amtierenden Meister und gegen den künftigen. Also das ist dann halt natürlich kein Spaziergang, während der hier durchspaziert. Fast schon. War aber ein schöner Angriff. Definitiv. Keine Abseits. Glück gehabt. Jawohl. GGG. Macht er gut, der Herr Kühn. Ja, dann will er wieder abschließen. Da muss er passen. So, jetzt aufpassen, dass die Young Boys hier nicht irgendwie mit einem blöden Konter uns in Schwierigkeiten bringen. Wir machen einfach mal zu hier. Jawohl, gehen dazwischen. Omar Rakic ganz stark, wie immer eigentlich. Sauber gesehen. Da rennt Kollege Vargas alleine auf den Torwart zu. Und schießt darüber. Oh, Herr Vargas. Ja, schade. Aber schön gemacht von Kühn, der Pass. In die Mitte spielen hätte nicht viel gebracht. Der war eigentlich gut gedeckt dort, der Kollege. Ja, aber eben, da muss schon mehr rausschauen. Das heißt schon recht. Sehe ich eigentlich auch so. Ah, da kommen wir nicht an den Ball ran. Ärgerlich. Da hätten wir gleich nochmal zum Angriff ansetzen können. Wir dürfen nicht vergessen, es ist erst 1-0. Oh, das war natürlich gar nichts zum Glück. Ja, wieder schön aufgebaut. Herr Kühn, sauber. Ah, gut gedacht. Nochmal Herr Kühn. Nein, der ist im Abseits. Ich wollte gerade sagen, den bitte nicht spielen. Nicht dem Kollegen, der im Abseits ist. Das muss nicht sein. Gut. Auf Vargas. Ah, aber da ist der Ball weg. Ah, schade. Ja, faul. Nein, nicht wirklich. Ja, jetzt tun wir uns schwer. Also die Young Boys haben besser ein Spiel gefunden. Allerdings wieder hier gut dazwischen gegangen. Auch gut gemacht. Jawohl, und... Oh, nein, zu nah auf dem Torwart oder am Torwart. Große Chance von Kühn. Ja, ein munteres Spiel bis jetzt. Kann man, glaube ich, so sagen. Oh, das war natürlich gar nichts. Jetzt geht's wieder los. Ich wollte vorher sogar fast sagen, jetzt haben wir aber auch mal die Fehlpässe ein bisschen im Griff. Und dann mache ich natürlich gleich wieder einen von diesen heisenbergischen Fehlpässen. Gut, Piero, gut gekämpft. Da ist der Ball leider draußen, aber wenigstens wurde die Flanke verhindert, eine allfällige. Ja, da war nochmal ein Fuß dazwischen. Könnte sogar eine Ecke geben. Mal schnell gucken. Da sehen wir es nochmal. Nö, da war kein Fuß dazwischen. Definitiv nicht. Und deswegen gibt es auch keine Ecke.
Eieiei, ich wollte, ja, hervorragend. Ich dachte, der andere kriegt den Ball und wollte ihn weiterspielen. Und dann habe ich nicht geschnallt, dass der Ball tatsächlich ganz anders kommt. Ja, stör den, gut. Sehr gut gemacht. Und jetzt, genau, mit Tempo. Gut, auf den Mecha, der spielt natürlich auch noch mit. Oh, der wäre im Abseits. War aber dann doch nicht. Glück gehabt. Ah, eigentlich gut gemacht, das Ganze. Hat noch nicht ganz... Ui, und ja, dann war das nochmal. Ja, also wenn wir im Angriff sind, sagen wir mal so, dann sind wir bissig und gefährlich. Und wir führen immer noch 1-0. Ja, also ich zeig nochmal, so geht das. Ich sag's doch jedes Mal, wofür trainieren wir. Nein, war ein guter Angriff. Eher mit Gewalt, weniger mit Augenmaß. Gut von Vargas. Ui, Pfosten. Oh, der ist aber in Form, der Kollege Vargas. Oh, das hat man aber gesehen. Was haben wir jetzt? Abseits oder ist Pause? Ey, das war jetzt aber nochmal ein starker Schuss von Vargas. Schön die Drehung und reingezimmert. Ja, das sieht doch eigentlich gut aus. Ich würde sagen, wir könnten sogar... Wir schauen mal. Wir machen mal einen Wechsel. Von den Mesha habe ich nicht viel gesehen. Da kommt mal Heisi rein. Und dann würde ich sagen, für Blanco kommt Cuisance. Und den Rest lassen wir mal. Es steht nur 1-0. Übertreiben müssen wir nicht. Aber ich sage nochmal, also die Meisterschaft wird uns kaum mehr jemand wegnehmen. Oh, das war die eigentlich nicht, das ist gefährlich. Aber Herr Ziggy hat das im Griff. Gut gemacht, Herr Kühn. Lauf mal. Ah, einen Schritt. Ein Schritt zu viel mal wieder. Ja, da wird gleich attackiert. Aber sie kommen doch relativ gefährlich nah vors Tor. Ja, aber da ist Stergiu. Sehr gut. Im Zweikampf. Gut gesehen, dass da der Kollege Vargas ganz alleine läuft. Oh, da wollte er es wieder schnippen. Clever, der Herr Kühn. Da wollte er den Ball reinschnippen. Ja, da muss er auch nicht mehr voll draufhauen. Haben wir einen Wechsel? Ich fürchte ja. Ja, weil da kommt eben keine Wiederholung mehr. Ja, genau, schade. Dann sehen wir natürlich das Geschnippel nicht nochmal. Ah, das war zu nah auf dem Torwart. Ein kleines bisschen leider. Es ist immer noch erst 1-0. Also was heißt erst 1-0? Wir spielen hier gegen den zweiten der Tabelle. Da kann es auch mal nur 1-0 stehen. Immerhin führen wir. Jawohl, auch gut gemacht. Gutes Dribbling von Fasnacht. Oh, der Abschluss ein bisschen zu früh eigentlich für meinen Geschmack. Da hätte nochmal ein Pass erfolgen müssen. Jetzt müssen wir aufpassen. Ja, wir gehen hier mal außen mit und machen zu, wenn es geht. Jawohl. Er flankt trotzdem, aber da haben wir dann den Herrn Ziggy, das ist kein Problem. Ja, gut, das Spiel schnell gemacht von Ziggy. Herr Scharrer, machen Sie mal einen Dribbling. Sauber. Oh, schade, da kommt er nicht an den Ball ran, der Herr Kühn. Oh, aber gel Fopa. Ah, da klappt die Drehung nicht. Eieiei, ja, das war nix. Aber immerhin hatten wir den Ball. Keine Gefahr in dem Sinn. Gut. Cuisance. Ah, den Schritt zu viel. Fehlt uns die Spielpraxis, Herr Cuisance. Er würde wahrscheinlich sagen, ja, kein Wunder, wenn ich nie spiele. Aber um zu spielen, musst du halt auch ein bisschen eine gewisse Stärke haben. Schneller Gegenzug. Nicht dem. Nein, doch nicht dem. Oh, wir haben ihn nochmal. Oh, Heisi, aber das war, glaube ich, Abseits. Was hat der Herr Kühn? Der steht wahrscheinlich immer Abseits. Guter Zweikampf hier. Ja, aber der Ball kommt ja zu Heisi. Wen interessiert denn, ob der Herr Kühn da im Abseits steht? Er hat den Ball ja nicht gekriegt. Oder ging der Ball nachher zu ihm? Das könnte natürlich noch sein.
So, immer noch 1-0. Ich sage gerne nochmal, das ist der erste gegen den zweiten. Da kann es natürlich auch mal einfach 1-0 stehen. Und das muss es erstmal. Dass wir hier in Führung sind. Boah, guter Ball. Ah, zu scharf. Der war dann doch ein bisschen zu munter hier auf Fasnacht. So lange habe ich eigentlich gar nicht gedrückt. So, geht drauf, Leute. Ja, den haben wir. Sauber. Gut gesehen, gut gemacht. Auch gut gemacht, das Dribbling. Jawohl, das ist Lasse. Jawohl, das ist einfach Lasse Kühn. Es ist ja nicht zu glauben. Was war denn das jetzt für wieder? Was war das denn jetzt wieder für ein Tor? Ja, da dankt er halt tatsächlich, dass er hier von Anfang an gespielt hat. Guck mal, dieses Solo einmal rüber. Ja, und dann zimmert er das Ding da ins Eck. Der Mann macht Tore, das ist ja unglaublich. Heiliges. Ja, eine komplette Einzelleistung, die hier zum 2-0 führt. Ja, der Mann, den verkaufen wir auch nicht für 100 Millionen. Definitiv nicht. Der ist 17. Überleg mal, was der noch alles lernen kann. Also das ist jetzt schon Top-Stürmer. Zumindest hier in der Schweiz. Bei FIFA, den können wir nicht einfach verkaufen. Das geht nicht. Ah, wäre nochmal auf Kühn gewesen. Leider nicht angekommen. Ja, das war ein bisschen weit weg. Beziehungsweise war der falsche Knopf. So, 2-0. Also selbst wenn jetzt das Ding noch nicht durch gewesen wäre mit der Meisterschaft, dann ist das Ding jetzt durch mit der Meisterschaft. Da haben wir nochmal Lasse Kühn. Gibt nochmal, macht nochmal Tempo. Oh, guter Pass, wenn da ein Fuß ist von uns. Ja, da stand einer schon im Tor. Was machst du denn da? Ah, das wäre natürlich jetzt auch nochmal. Das wäre das 3-0 gewesen. Wäre. So, Schiri, noch nicht? Noch nicht. Muss auch noch nicht, wir haben noch einen Angriff. Den nehmen wir natürlich noch mit. Jo, fast. Da hätte tatsächlich was Heisi. Ja, da hätte Heisi nochmal fast eine Grätsche gemacht. Ja, da ist das Ding durch. Sauber. 2-0, Blanco Kühn. Kühn mit einem sensationellen Tor. Passt. Oder ist jetzt... Da wird gejubelt gemacht, getan. Ist die Meisterschaft zu Ende jetzt? Ich habe den Spiel... Oh, das sieht aber schon ein bisschen danach aus. Das war ja nicht Pokal. Sag mal, vielleicht müsste man zu Beginn hier was gucken, was das gerade für ein Dingens ist. War das ein Ligaspiel oder war das... Ne, Campione müsste, dann haben wir den Meistertitel jetzt tatsächlich halt geholt. Jetzt weiß ich aber nicht ganz... Ich bin nicht ganz sicher, ob die Saison nicht eh schon durch ist jetzt. Sehr schöne Bilder hier. Gut, aber die... Ne, dann ist die Meisterschaft noch nicht durch, weil sonst würden wir ja die Schale wahrscheinlich schon kriegen. Aber dann war es jetzt soweit, dass wir rechnerisch durch waren. Dann war das vorher definitiv noch nicht klar. Das habe ich tatsächlich anders gesehen. Aber in Ordnung. Also, dass wir jetzt den Meistertitel haben, ist klar. Wir möchten natürlich den Pokal noch holen. Da würde ich sagen, das ist auch klar. Heisi bleibt gegen die Young Boys ohne Gegentor. Richtig, der Herr Kühn dankt uns noch. Das schauen wir dann beim nächsten Mal. Jetzt haben wir 14 Punkte Vorsprung. Ja, dann könnten wir auch noch 50 Spiele haben. Das müsste trotzdem reichen. Ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht hier mit Lasse Kühn und dem Heisenberg FC. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.